Mit dem Erwachen der Natur, wenn man die ersten grünen Triebe und Blüten auf den Bäumen sieht, die frische Frühlingsluft in das Zimmer eindringt und das Vogelgezwitscher zu hören ist, bekommen wir neue Kraft und Energie, unsere Wohnungen auszumisten und aufzuräumen und von dem Winterstaub zu befreien. Auch ich wachte heute auf und wollte unbedingt in dem Haus Ordnung machen. Normalerweise mache ich keinen Frühjahresputz mehr. Seitdem ich dem Fly-Lady-System folge und die Zonenreinigung mache, ist eigentlich der Frühlingsputz überflüssig geworden. Nun, in den letzten Monaten habe ich in den Zonen viel ausgemistet und die Reinigung kam zu kurz. Nach einem anstrengenden Putztag freut man sich besonders, unter die frisch bezogene Bettdecke zu kriechen. Daher sorge ich dafür, dass ich an diesen Tagen, wenn ich das Haus reinige, die Bettwäsche immer neu beziehe. Der frische Duft von dem Bio-Waschmittel Everdrop verleiht der Wäsche besonderen Frische-Kick. Der Duft ist dezent und nicht aufdringlich. Ich starte gleich die Waschmaschine. Danach geht die Wäsche in den Trockner, da die Bettwäsche im Trockner besonders geschmeidig und weich werden. Auch die Handtücher trockne ich in dem Trockner. Ansonsten mag ich auch die Wäsche zum Trocknen aufzuhängen. Insbesondere im Frühling kann die Wäsche bereits draußen trocknen. Wenn der Trockner fertig ist, würde ich die gewaschene Bettwäsche wieder beziehen, sodass sich die Bettwäsche gar nicht falten muss. Allerdings wollte ich heute die weiße Bettwäsche beziehen. Ich mag die weiße Bettwäsche besonders gut. Man bekommt das Gefühl von der Frische und Sauberkeit alleine, wenn man nur das Bett anschaut. Manchmal nutze ich eine selbstgemischte Waschlösung aus Wasser und Zitronensäure. Manchmal das natürliche Reinigungsmittel von Everdrop. Heute entschied ich mich, etwas grünlicher zu reinigen. Das ist doch ein Frühlingsputz. Und ich habe die Toilette für ein paar Stunden mit der Lösung eingeweicht. Die Putzmittel bewahre ich in einem Körbchen auf, damit alles an einem Platz ist, und wenn ich das brauche, kann ich das gesamte Körbchen in ein anderes Zimmer mitnehmen und die ganzen Reinigungsmittel habe ich parat. In der Küche muss heute auch sehr viel gemacht werden. Bevor ich aber mit der Reinigung anfange, genieße ich zuerst meinen Morgenkaffee und überlege mir, was ich alles heute machen möchte. Gestern habe ich bereits den Kühlschrank gewaschen und das war höchstens notwendig. Ich mag es gar nicht, all diese kleinen Teile, die man danach zusammenbauen muss, zu waschen, aber es war gut, denn im Gefrierfach hat sich einiges an Eis und Schnee gesammelt und das Abtauen hat dem Gefrierfach gut getan. Deswegen habe ich mich gestern kaum um das Geschirr gekümmert. Es macht bereits einen großen Unterschied, wenn das dreckige Geschirr in der Spülmaschine verschwindet und die Arbeitsflächen frei werden. Ich versuche, die Arbeitsflächen womöglich frei zu halten. Die visuelle Unordnung, die in der Küche schnell entstehen kann, kann ich gar nicht leiden. Vor allem, wenn man so einen offenen Raum hat, mag ich nicht, auf der Couch zu sitzen und die Berge von Geschirr oder Zeugs auf den Arbeitsflächen zu sehen.
Ich wasche die Spüle, die ich auch seit ein paar Tagen vernachlässigt habe. Ich nutze sehr gerne natürliche Putzmittel und stelle oft meine Putzmittel selber her. Für die weiße Keramikspüle, die ich habe, eignet sich perfekt natürliches Putzmittel wie Natron und Zitronensäure. Ich streue Natron direkt auf die Fläche, die ich reinigen möchte. Danach sprühe ich aus der Flasche Zitronensäure drauf. Zusätzlich durch die mechanische Wirkung der Natronkörner kann man den Schmutz entfernen. Es ist wie eine Art Peeling für die Spüle. Die Dutzabzugshaube muss ich auch gründlich reinigen. Hier hat sich einiges an Fett angesammelt. Auch hier ist das Natron mein bester Freund. Es neutralisiert das Fett und löst es ganz gut auf. Plus, dieser Peeling-Effekt entfernt schneller den Schmutz. Hier muss ich allerdings etwas mehr schrubben, es hat sich einiges an Schmutz angesammelt. Ich hatte Hunger, es war auch bereits Zeit für das Mittagessen. Heute habe ich Lust auf einen riesen Salat mit Thunfisch und Artischockenherzen. Manchmal genieße ich einfache Mahlzeit, ohne dabei etwas Großes zu kochen. Einfach, lecker und gesund. Heute lasse ich mir bei der Reinigung Zeit. Ich nutze sehr oft effektive Methoden, aber heute möchte ich mich einfach entspannen. Zurück zur Toilette, die ich heute Morgen eingesprüht habe. Meine Mutter hat mir diesen Tipp gegeben. Um den Toilettensitz von den Verfärbungen zu befreien, mische ich ein paar Löffel Fleckensalz mit dem warmen Wasser und reinige mit dieser Lösung die Toilette. Es ist tatsächlich etwas weißer geworden. Ich denke, die reine Sauerstoffbleiche, das schon der Bleichmittel aus Aktivsauerstoff, wird noch besser wirken. Es mag ja komisch klingen,
Aber ich finde, dass man sich bei dem Putzen ziemlich gut entspannen kann. Es könnte sogar therapeutische Wirkung haben. Währenddessen kann man eigene Gedanken gut sortieren. Die Tätigkeit an sich verlangt keine Gehirnaktivität. Man kann die Gedanken schweifen lassen und für mich gilt Putzen auch als ein Mittel gegen Stress. Nicht nur an dem Ergebnis erfreut man sich, auch die aufgeräumte Umgebung verleiht uns das Gefühl der äußeren, aber auch der inneren Ordnung. Die repetitive Bewegungen beim Putzen wirken sogar meditativ. Natürlich kann zum Beispiel ein Spaziergang den gleichen Effekt auslösen. Aber hier schlägt man mit einer Klappe zwei Fliegen zugleich. Man räumt auf und entspannt sich oder meditiert zugleich. Ich habe mich nicht gewundert, als ich erfahren habe, dass Buddhismus das Putzen als spirituelle Übung ansieht, mit der man sowohl seinen Geist als auch sein Leben säubern kann. Im Zen-Buddhismus sagt man, dass jeder, der zum Putzen und Aufräumen bereit ist, das Glück der Veränderung erfahren wird. Wenn man seine Umgebung aufräumt, beruhigt es das Gemüt und schafft geistige Klarheit. Außerdem hilft das Putzen dabei, achtsam zu sein, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Wir können am Beispiel von den buddhistischen Mönchen das Saubermachen als einen meditativen Vorgang sehen, bei dem nicht nur die Räume um uns herum, sondern auch der Geist gereinigt wird. Ich könnte längst eine Reinigungshilfe haben, aber ich verzichte lieber drauf. Denn das Aufräumen vom eigenen Zuhause mir das befreiende Gefühl gibt, das Gefühl der Entspannung, Stressabbau und das Gefühl, dass ich mich um meine Sachen selber kümmere. Dadurch kann ich besser meine materiellen Sachen durchgehen und einschätzen, ob ich die wirklich brauche. Ich bin achtsamer dabei und überlege, was genau wir alles so brauchen. Und es entsteht noch das Gefühl der Dankbarkeit für die materiellen Sachen, die man bereits besitzt. Gleichzeitig kann ich überlegen, ob ich all das, was ich besitze, wirklich brauche. Dadurch entstehen immer wieder Ausmistaktionen und ich versuche, mein Haus regelmäßig auszumisten, um Klarheit zu schaffen. Und wie ich bereits erwähnt habe, die äußere Umgebung hat einen großen Einfluss auf die innere Umgebung, auf unsere innere Ordnung. Mit der richtigen Einstellung ist Saubermachen nämlich kein belastender Stress, sondern eine ruhige Routine, die auch den Geist aufräumt und die Gedanken ordnet.